Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Unser Luftschlösschen. Ich pumpe unser Luftschlösschen mal hart nach vorne. Und dann machen wir direkt weiter. So, die Kollegen sind noch mit Laden beschäftigt. Wie viel ist da unten noch? 13? Ja, nee, komm, wir brechen aber trotzdem ab. Das muss jetzt erstmal reichen. Wir kommen so langsam an die Grenzen unserer Lagerkapazität. So, und ich würde ganz gerne mal schauen. Was hat eigentlich? Ewige Schmiede. Eine große Schmiede glüht heiß mit bunten Funken, obwohl die nahe Siedlung längst verlassen ist. Die Metallarbeiten sind ebenso farbenfroh wie die Funken, die aus der Esse sprühen. Die genaue Legierung ist ein Mysterium, doch anscheinend können wir mit ihr die Farben unserer Metalle verändern. Es gab keinen praktischen Nutzen, die Motive unseres Königreichs zu ändern. Doch manche fanden es unterhaltsam. Aus die wortwörtliche Anleitungen von Muluab, dem zweiten Chronisten. Wir nehmen die Legierung mit, um unsere Gebäude anzupassen. Ja, das machen wir doch glatt. So, sehr schön. Dann können wir wieder Dinge tun. Lager für Bauressourcen, Nahrungslager verfallen, können nicht weitermachen, weil Leben fehlt. Ja, da müssen wir jetzt erstmal durch. Wir haben hier keine Möglichkeiten mehr. Ich muss aber hier erstmal so eine Kehrtwendung um 180 Grad machen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht noch so ein paar Ruder anbringen, so geschwindigkeitstechnisch. Würde das irgendwie Sinn machen? Klar, würde das Sinn machen, aber. Erstmal nicht. Ich will es erstmal hier nicht übertreiben. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn das jetzt mal so ein Momentchen so ein bisschen gemächlich vorwärts geht. So. Wohin fliegen wir? Richtung stimmt so fast. Ja. Also, hier ist irgendwie komischerweise ja nichts. Das haben wir abgefrühstückt, das haben wir abgefrühstückt. Die nächstgrößere Geschichte ist das. Ansonsten, sehe ich das richtig? Hier ist sonst weiter nichts. Moment, was ist denn da hinten? Terra Incognita. Oder so. Das wird ja heftig. Okay, ich verstehe. Also hier kann man sich immer schön eindecken, was da hinten noch auf uns zukommt. Keine Ahnung. Gut. Ja, schön, dass wir das mit der Schmiede mitgemacht haben. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Na. Sieht gut aus, sieht nicht gut aus. Was ist mit der Lagerkapazität? Jetzt nicht so viel gebracht, ne? Mit den drei Lagern. Da habe ich da irgendwas falsch gemacht. Oder. Bringt so ein Lager für sich genommen jetzt erstmal relativ wenig. Ich hatte natürlich nicht im Blick, ne, wie viel wir da vorher einlagern konnten. Ne, und so bin ich jetzt auf 190. Ach, da war doch irgendwas von wegen, dass wir automatisch Holz kriegen oder so. Ne? Da war da auch noch irgendwie was. Da hatte ich ja vollkommen vergessen. Stimmt. Kann man das irgendwie abschalten? Oder hören die auf, sobald die Lagerkapazität erschöpft ist? Was hab ich gemacht? Desktop.
Ich wollte doch nur unseren Vogel hier drehen und lande da auf den Desktop. Eieieiei, das ist schon ewig lieber passiert. Was ist der denn da hinten? Unbekanntes Königreich weit weg. Wir haben ein weiteres Königreich entdeckt. Sehr schön. Stimmt. Wir haben ja mittlerweile zwei Königreiche, die uns hier mit Holz versorgen. Und ich gehe da hin und holz die Bäume da, also ne, die Wälder da. Ihr hättet auch mal was sagen können. Ja, wollte bloß mich hier lächerlich machen. So, ja, dann würde ich doch bei der Gelegenheit direkt sagen, warte mal. Früher oder später brauchen wir sie sowieso. Ich setze mal hier so einen Wohnblock hin. Mache ich den so rum oder wie mache ich den? Ich sehe wieder nichts. Ich sehe wieder nichts. Bleib mal stehen. Muss ich mal ganz kurz mich orientieren. Also ich richte hier so einen hin. Oh, machen wir das einfach mal so, ne? Warum auch nicht? Kann ja dann noch Weg drumherum bauen. Hier so ein Wohnblock. Oh, das ist ich glaube, das ist Unsinn, das so zu machen in dem Fall. Verkaufen? Ja. Okay, verkaufen. Interessant. Wo habe ich das denn hinverkauft? Und wo ist die Kohle? Ja, dreh dich. Mann. Wir machen das so und so, das ist besser. So. Und dann machen wir da noch ein bisschen Weg drumrum. Moment. Wenn es denn geht so. Ja, das haben wir jetzt einen sauberen Abschluss. Das sieht doch einigermaßen. Ja, einigermaßen okay aus. Doch nur so einigermaßen. So, dann haben wir die nächsten beiden Wohnblöcke. Mal ein bisschen Wohnraum in Reserve oder im Vorrat, wie man möchte. So, Nahrung sieht noch okay aus, Wasser sieht noch okay aus. Sehr schön. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Okay, interessant. Ganz cool aus. Da rotiert irgendwas. Aber rotieren tut sich ja ständig irgendwas in diesem Spiel. Hier beispielsweise. Gut, da rotiert jetzt weniger was, aber egal. Sachen bewegen sich. Was ich cool finde. Ist nicht immer sehr sinnvoll, aber sieht cool aus. So, was hier mit dem Ding? Was? Kantis Kreuzung. Kantis-Kreuzung. Das Volk von Kantis lebt in der Nähe des Tals der Königin und so weiß es, wie kostbar die Schätze der Alten sind. Die Leute sind von unseren Flugmaschinen wie verzaubert und ihr Rat möchte mit uns sprechen. Nur zu. Der Name Kantis ist eine Wortkreuzung aus zwei Wörtern der Alten für Schatz, ein Hinweis darauf, wie sehr sie die Vergangenheit bewundern. Von den Königreichen dieser Legende war Kantis jenes, das dem Gründer gegenüber am freundlichsten war. Auszug aus Königreiche unserer Zeit von Nuluab, dem zweiten Chronisten. Sie haben eine Bitte, Missionen, wir fragen nach Technologie, Entwürfe. Ja, nee, aber noch nicht, aber hier erstmal das. Sie haben eine Bitte. Eine Gruppe Sucher ist seit langer Zeit verschwunden, nachdem sie ein besonders trostloses Gefilde vom Tal der König
nachdem sie in ein besonders trostloses Gefilde vom Tal der Könige geschickt wurden. Sie suchten nach einem Buch, wie es in Legenden beschrieben wird. Doch offenbar haben sie sich verirrt oder schlimmer. Die Suche haben die einzige Transportkarawane von Kandis bei sich, die bis ins Tal vordringen kann. Wenn wir die Suche finden und nach Hause bringen würden, wäre uns ihre Treue gewiss. Die Sucher von Kandis wagten sich auf der Suche nach weiterem Wissen in die Wüste, obwohl das Risiko beträchtlich war. Ojojojo, das ist wohl wahr. Doch auch wenn es Ehrfurcht zur Genüge gab, so galt das auch für Kummer. Aus den verstreuten Tagebüchern von Mulu ab, den zweiten Chronisten. Wir werden die verlorenen Sucher finden. Ja, keine Hause zurück. Wie, was, wie, nein, wie auch immer. Cool, okay, dann machen wir uns natürlich auf den Weg, um die Kollegen da zu finden. Die Sucher, die da verloren gegangen sind. Sucher, die verloren gegangen sind. Jo, warum nicht? Wasser, 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 Wasser geht's noch. Ich schau mal auf der Karte nach. Wir sind jetzt hier. Soll das jetzt die Wüste sein oder wie? Moment. Als Ruinen. Muss ich jetzt hier gucken oder wie? Oder was? Da war doch irgendwie immer ein Kringel. Normalerweise ist immer so ein Kringel, ne, wo da dann so ein Gebiet, was dann so. Das kann ich das zeigen, oder? Nur als Ruin. Ich würde mal vorschlagen, wir gucken erst da. Bevor wir uns irgendwie so hier so auf den Weg machen. Achso. Wir müssen das erst noch annehmen, oder wie? Die verlorenen Sucher. Kantis Kreuzung. Wir müssen die verschwundenen Suche im Tal der Könige nahe der Kandis-Kreuzung finden. Das ist das. Okay, alles klar. Ja, das mit den Bibliotheken und so weiter, da sind wir ja auch noch immer dabei, aber ich glaube nicht, dass ich die hier in diesem Bereich finde. Denke ich mal nicht. Okay. Nahrung sieht gut aus. Ich würde bevorzugen. Da ich jetzt aber gerade hier in der Nähe sind. Wäre es vielleicht keine schlechte Idee, so ein bisschen Wasser nachzutanken, bevor wir uns da auf die Reise machen, um die Sucher zu finden. Denn sonst sind wir die Nächsten, die gesucht werden müssen. Das könnte so finden. Und das will ich nicht. So, du machst dich mal flugs dahin auf dem Weg. Da könnte man Relikte finden. Das wäre vielleicht auch noch eine machbare Sache, wenn wir schon mal gerade hier sind. Und dann müssten wir uns... Moment. Das sieht auch interessant aus. Wahrscheinlich ist das irgendwas, was wir schon kennen. So. Nee, das ist hier nicht der Fall. Okay. Dann müssten wir uns hier in diese Richtung begeben. Das heißt, nach Backbord. Um exakt zu sein. So, Wasser, Wasser, Wasser. Wie sieht's aus? 62. Und du bist 93. Ja, dann ist Feierabend. Okay. Ja, dann muss das erstmal reichen. Lagerhaus verbessert. Oh, 212. Oh, das hat direkt was gebracht. Sehr schön. Das kommt ja genau wie gerufen. So, Technologie-Biebaum öffnen. Warte. Ich mache kurz in die Pause. Stadtzentrum. Bla. Kohlekapazität um 100% erhöht die. Oh, 64 Stunden. Yeah. 20% mehr Tempo wäre eine interessante Sache. Ah, ja, genau. Das war ja auch noch so eine Sache.
Wohnblöcke können bis auf 3 Etagen gestapelt. Ja, Moment, das hat. Stimmt, das habe ich ja vollkommen aus dem Augenblick. Aus dem Blickwinkel verloren. Das geht ja auch. Guck mal, was da sonst noch. Irgendwie, was sonst noch so ansteht. Ja, Effizienzerhöhung ist nicht schlecht. Lagerung, da können wir dann stapeln. Okay. Erhöht den Auftrieb um 50%. Das Ding haben wir noch gar nicht gebaut. Was ist mit Antrieb? Ja. Ich wäre versucht zu sagen, wir machen erstmal das hier, auch wenn das 32 Stunden dauert. Ich würde mal mit dem Wasser anfangen wollen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, das so ein bisschen zu forcieren, den Bereich. Da ich ja jetzt hier so ein bisschen mehr einlagern kann, würde ich dann doch noch etwas länger hier an dieser Oase verweilen wollen. Damit wir hier irgendwie da Tonaussetzer so für eine Sekundenbruchteil. Das ist nicht cool. Hat doch noch irgendwie Probleme mit meinen tollen neuen Treibern. Irgendwas ist da nicht so ganz in Ordnung, glaube ich. Naja. Ich muss mir dann mal die Aufnahme anhören. Okay, also wie gesagt, ich würde ganz gerne hier noch ein bisschen Wasser nachtanken. Vielleicht, dass wir bis auf 80 kommen. Und dann war hier irgendwo die Möglichkeit, Relikte zu bekommen. Schon. So, wie sieht's aus? 80. Zack, bumm. Weiter geht's. Weiter geht es. Ja, hier, das geht alles so ein bisschen gemächlich voran, aber wir kommen voran. Das ist das Entscheidende. Und vor allen Dingen, wir sind immer noch in der Luft. Das ist wesentlich wichtiger als alles andere. Ja, unsere Siedlung funktioniert erstmal so weit. Wenn auch manchmal so nicht so ganz optimal vielleicht, oder man könnte es vielleicht etwas geschickter angehen, wie auch immer. Egal, das Ding funktioniert erstmal. Du bleibst jetzt schön hier. Sollte ich das Dickicht, das da sich in der Nähe befindet, auch noch gleich in Beschlag nehmen? Vielleicht keine schlechte Idee. Relikte gefunden. Ich lasse den erstmal landen, bevor ich irgendwas anderes hier starte. Wie viel gibt's denn? Kommt da was? Kommt da nix? 6. Das ist 2. gefunden. Das ist, nun ja, besser als nichts. Sehr ernüchternd. Okay, dann machen wir hier unser Essenslager auch noch voll. Und danach sollten wir uns auf den Weg machen, und zwar hier runter. Also jetzt von unserer Lage aus gesehen ist hier Steuerbord. Da müssen wir runter. Okay. Wasser ist wieder da. Wir haben fast die Nahrung komplett. Das geht doch relativ zügig. Bumm. So. 80. Alles klar. Wir machen uns auf den Weg. Keine mehr da unten oder so. Ich hoffe. Wir gehen auf die Suche nach den Suchern. Kein Dickicht. Das ist nicht mein Ziel. Die grobe Richtung stimmt, das ist schon mal nicht verkehrt. Die halbe Miete.
So ungefähr. Das sind irgendwelche größeren Ruinen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt da, wo wir gerade drauf zusteuern. Sondern mehr so in dem Bereich, was wohl danach kommt. Wir starten aus. Ich denke mal hier hinten irgendwo da. Oh, da sieht man da schon irgendwas in dieser Richtung. Da müssen die irgendwo sein. So, geben schon mal die Richtung entsprechend vor. Ja, wie sieht's aus? Nahrung ist gut, Wasser ist gut. Wir haben hier noch ein bisschen Ressourcen frei, das ist cool. Wir haben Holz. Jede Menge. Jetzt wird komischerweise nicht erhöht sich das hier nicht, obwohl entsprechende Kapazitäten gegeben wären. Müssen wir dann in der Nähe von den jeweiligen Königreichen sein oder zumindest in dem Gebiet, wo sich die Königreiche befinden? Jetzt was auf einmal hier. Doch. 94 haben wir, er macht plus 2. Also steigt das doch in gewissen Zeitabständen oder so. Hey. Sind aber im Zittern. Seltsam, seltsam. Okay, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wir werden uns da mal in diesem Gebiet, wo die vielen, vielen Ruinen sind, uns umschauen, hoffen, dass wir da die Kollegen finden, die da verloren gegangen sind und dass wir die auch lebend antreffen und entsprechend retten können. Ansonsten gibt es ja noch das ein oder andere zu tun, wie es immer ist. Ich werde mal schauen, ob ich offscreen hier diese ganze Umsortiererei, sofern das jetzt erforderlich ist, durchführe. Im Augenblick sieht es einigermaßen aus. Ne? Ich bin mit der Geschichte da, mit der Siedlung da hinten so teilzufrieden. Ich würde schon fast vorschlagen, dass ich da noch irgendwie ein zweites Minarett hinsetze. Ja, ich habe ja das eine da jetzt so versucht, so halbwegs so in die Mitte hier zu platzieren. Vielleicht macht es Sinn, hier so links und rechts jeweils eins hinzusetzen, sodass da größere Bereiche abgedeckt sind, die das vielleicht sogar von der Fläche her im Idealfall so überschneidet, aber ich glaube, das wird wohl nicht klappen. Dafür sind die Abstände dann zu groß. Aber sowas in der Richtung schwebt mir davor. Dann hätten wir auf jeden Fall zwei Minarette und dann sollte das mit der Zufriedenheit auch weiter nach oben gehen, sodass unsere lieben Leute wieder glücklich werden. Oder sogar überglücklich, wie auch immer. So, ich bin jetzt erstmal raus. Danke, danke für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Hilft mir sehr. Danke für eure Geduld. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und wir haben ja da jetzt auf der Karte da dieses riesige, unbekannte Gebiet gesehen. Da wird wahrscheinlich noch die ein oder andere Überraschung auf uns zukommen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.